Sprechen Sie Russisch? Die Frage bleibt unbeantwortet. Schwer bewaffnet marschieren die Soldaten ohne Hoheitszeichen vor dem ukrainischen Militärstützpunkt Perewalne auf. Schichtwechsel. Seit Tagen belagern diese mutmaßlich russischen Kampfeinheiten die ukrainische Kaserne. Unterstützt werden sie von prorussischen Krimbewohnern, die die Haupteinfahrt der Militärbasis blockieren. Zum Schutz gegen die Faschisten aus Kiew, sagen sie. Wir sind Einheimische hier aus der Gegend und wir achten darauf, dass Ordnung herrscht. Wir haben keine Anführer. Alle warten auf das Referendum, alle wollen wählen, damit es irgendeine Entscheidung gibt und sich die Lage stabilisiert. Doch die 36. Grenzschutzbrigade der ukrainischen Marine braucht keine sogenannten Beschützer. Die Einheit verfügt über schweres Gerät, Raketen und Panzer. Der stellvertretende Kommandeur verlässt nur kurz für ein Interview die Kaserne. Wir wurden dazu aufgefordert, unser Kampfgerät und die Munition diesen anderen Soldaten, die vor dem Tor stehen, zu übergeben. Wird das geschehen? Diese Angelegenheit werden wir friedlich und gesetzestreu lösen. Das heißt, wir werden unsere Waffen niemandem übergeben. Wir bewachen sie und haben auch die entsprechenden Mittel dafür. Für die Angehörigen der belagerten ukrainischen Brigade ist es ein Nervenkrieg. Es gibt obendrein Gerüchte, dass die Wasser- und Stromversorgung unterbrochen worden sei. Die mutmaßlich russische Gegenseite demonstriert derweil vor dem Kasernentor militärische Stärke. Die Situation an diesem ukrainischen Militärstützpunkt außerhalb von Simferopol ist weiterhin völlig unklar. Wer sind diese schwer bewaffneten Soldaten, die hier zum Teil massiv patrouillieren, aber keine nationalen Kennzeichen tragen? Welche Rolle spielt diese selbsternannte Bürgerwehr hinter mir, die sich wie eine Miliz aufführt? Und dann die große Frage, welchem Befehl unterstehen eigentlich momentan die Soldaten in der Kaserne? Die Angehörigen, mit denen ich sprechen konnte, sind sehr besorgt und sie fürchten, dass jeder falsche Schritt, jedes falsche Signal in so einer angespannten Stimmung fatale Folgen haben könnte.